gemacht. Servus und herzlich willkommen zu The Combine. Ich versuche heute wieder mein persönliches Rekord von 2 Minuten und 12 Sekunden zu schlagen. Ich habe sehr viele Änderungen an der Steuerung vorgenommen. Hier ist nochmal die Global List. Und ja, ich gehe mal ganz kurz drauf ein. Und zwar seht ihr das hier zum Beispiel bei der Empfindlichkeit X- und Y-Achse vom Controller komplett ausgegraut ist. Das ist jetzt seit dem neuen Update. Und hier haben wir zum Beispiel mit dem Zielfernrohr auch das gleiche mit der Empfindlichkeit. Genauso auch beim Baumodus und beim Bearbeitungsmodus ist alles ausgegraut. Da geht ihr einmal damit R1 auf dieses Diagramm. Bei euch wird es wahrscheinlich so stehen. Ich habe es jetzt angemacht und habe hier einige Einstellungen vorgenommen. Wie man sehen kann, habe ich sehr viel verändert. Auf was ich aber drauf eingehen möchte, ist hier dieses Legacy Umsehsteuerung nutzen. Da habe ich zum Beispiel auf Aus. Wenn ihr darauf angeht, kann man das sehen, ist es hier komplett ausgegraut. Wenn ich das jetzt anwende, habe ich wieder meine alten Einstellungen. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach entweder mit den alten weiterspielen oder mit den erweiterten, was ihr halt hier personalisieren könnt in dem Fall. Einfach alles einstellen vom Ziel, Visierempfindlichkeit, Umsehvisierempfindlichkeit und die Empfindlichkeit an sich beim Fortbewegen. Und ja, das könnt ihr auch dann einfach hier von einfacher Steuerung kopieren, wenn ihr die besser findet, und dann überträgt es einfach. So viel zu der Steuerung. Also, ich starte mal rein und würde sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Ansonsten kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und der zweite oder der dritte Link in der Videobeschreibung ist für meinen Twitch-Kanal. Da bin ich auch sehr oft live. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei und ich würde sagen, starten wir. So, jetzt gucken wir, dass wir den noch schnell kriegen. Perfekt. Die Pump reloaden. Ich bin auf jeden Fall ein paar Millisekunden schneller als davor. So, immer schön die Pump nachladen hier im Nahkampf. Weiche. Das ging schnell. Und dass wir die auf mittlere Distanz hier bekommen. Schnell reloaden. Okay. Da habe ich jetzt ein paar Sekunden verloren. Na gut, das bringt jetzt hier nichts auf Distanz. Oh mein Gott. Das ging viel zu lang. Auf jeden Fall hat das alles durcheinander gebracht, würde ich mal sagen. Versuchen wir hier schnell rüber. 1,25 ist zwar eine gute Zeit, aber ja, hier choken wir auch wieder rein. Ich finde also, das Nachladen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall brutal gechoked. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock gehabt, Ding. Wie die Bots da immer rumhüpfen. What? Yeah, the feed is so real.
Das war jetzt sauber. Weiter. What? Und wo check ich den Damage nicht? Neuer Rekord. 1,50. Sauber. Da ist auf jeden Fall was mit 1,45 safe drin. So, komm, das ist die Chance. Sauber, wir haben es geschafft. 1,47, meine Leute, meine Freunde, meine Beute. Aber? Ich glaube, das ist alles. Alles auf jeden Fall nicht real. Keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Auf jeden Fall. Welche denn schnappt? Okay.